vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich glaube, das ist ein Riesenkomplex, den werde ich versuchen so zu raffen, dass wir auch etwas mit nach Hause nehmen können. Und wir wollen noch ein bisschen Zeit haben, um auch Fragen zu beantworten, denn es werden Fragen kommen. Also steigen wir ein. So, das erste ist einmal nur eine kleine Information. Sie können also sehen, früher hat man alles in einem Buch zusammengefasst, das war die Reichsversicherungsordnung. Man kann sich an den Namen schon denken, wie alt das Ding ist, aber damit hat man sich jahrelang beschäftigt. So, dann haben wir jetzt 12 Sozialgesetzbücher. Ich hoffe, das mal ein bisschen. Allgemeine Grundsicherung und so weiter. Und komme jetzt auf das Wesentliche. So, welche Sozialgesetzbücher sind für die Patienten von Bedeutung? Da haben wir einmal das SGB V, gesetzliche Krankenversicherung, und SGB VI, gesetzliche Rentenversicherung und die soziale Pflegeversicherung. Ich werde das im Detail noch erörtern, warum. So, das Sozialgesetzbuch 5 regelt das Verhältnis zwischen der Krankenkasse und den Versicherten. Es regelt den Leistungsanspruch und die Voraussetzungen auf Leistungserfüllung. Es regelt die Rechtsansprüche und den Klageweg. Das heißt, dieses Ding sollte man sich eigentlich unter das Kopfkissen legen als Patient, denn dort wird man oft nachbessern müssen. Neben den genannten Regelungen ist der § 51 im SGB 5 für Patienten von großer Bedeutung. Bezüglich der Gewährung von Krankengeld. Die Krankenkassen wird es ermöglicht, den Krankengeldbezug einzuschränken oder sogar ganz einzustellen, wenn man auf bestimmte Anforderungen als Patient nicht reagiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn viele Leute fallen durch ein Sieg, weil sie bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllen oder nicht reagiert haben. Ein Musterbeispiel. Der Patient ist im Krankengeldbezug und wird von der Krankenkasse angerufen und befragt, wie lange er eigentlich noch Krankengeld beziehen wolle, und schlägt vor, dass der Patient einen Antrag auf Reha stellt. Da steht jetzt Vorsicht. Sagen Sie dem Sachbearbeiter am Telefon, er möchte Ihnen den Vorschlag bitte schriftlich zukommen lassen. Warum? Es geht um Frist. Sie haben nämlich eine 10-Wochen-Frist. Wenn Sie das mit dem nur telefonisch besprochen haben, haben Sie kein Problem. So. Warum schriftlich? Nach § 51 SGB, also es fehlt Ihnen eine Friedensfrist, das nennt man Friedensfrist. Das hat die Bedeutung, dass Sie während dieser Zeit von der Krankenkasse nicht mehr belästigt werden dürfen, sage ich jetzt mal ganz erlaubt. Denn die fragen immer wieder nach, wie lange wollen Sie eigentlich schon Krankengeld beziehen, machen Sie ein Aufklärungsprogramm mit Ihrem Arbeitgeber. Es gibt ja die tollsten Dinge, die die machen. Reagieren Sie grundsätzlich den Krankenkassen nicht auf Telefonate. Lassen Sie nicht alles schriftlich nehmen, denn Sie sind eine Herde Leitfaden. Der führt eine Notiz, eine Aktennotiz, Sie haben nichts. So, diese Frist können Sie nur einhalten, wenn Ihnen ein Bescheid der Krankenkasse vorliegt, wie schon gesagt. Bei einer rein telefonischen Ankündigung stehen Sie in der Beweisnot. Nur die Krankenkasse mich auffordern, einen Reha-Antrag zu stellen. Das ist eine ganz komplexe Situation. Damit werden viele Patienten konfrontiert. Weil die Krankenkassen dann irgendwann fragen, ja, sieht er denn aus, sind ja schon so lange krank, wollen Sie nicht mal einen Rentenantrag stellen? Das darf die Krankenkasse grundsätzlich nicht. Es sei denn, Sie fallen unter den Passus, Krankengeld 80 Wochen, und gegen die mit dem Lohnverzahlung wird das Krankengeld, ich muss jetzt einfach zurück, das ist schon ein bisschen vorbei. Wenn die Lebensalter und die Versicherungszeit erfüllt sind, das heißt, wenn Sie 45 Versicherungsjahre voll haben und sind 60 oder 62 Jahre alt, dann kann die Krankenkasse diese Forderung stellen. Aber nur dann. Das ist die einzige Ausnahme im Gesetz, die das zulässt. Viele fangen darauf ein, stellen einen Rentenantrag, der Rentenantrag wird abgelehnt, und dann lacht sich die Krankenkasse rein ins Häuschen. Denn dann steht sie plötzlich auf der Liste, da wird untersucht, stehen sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung? Ja, nein. Bei nein haben sie noch Glück gehabt. Bei ja, wenn sie über 3 Stunden arbeitsfähig sind am Tag, dann wird ihnen die Krankenkasse das Krankengeld streichen. So einfach ist das. Deswegen Vorsicht, böse Falle. Der Krankengeldanspruch besteht 78 Wochen und gegenüber der Lohnfortzahlung wird das Krankengeld für jeden Kalendertag berechnet. Also auch für Samstag und Sonntag. Ein ganz wichtiger Aspekt, denn wenn Sie Krankengeldbezieher sind von der Krankenkasse, müssen Sie aufpassen.
Wenn der Krankengeldschein vom Arzt am Freitag ausläuft, müssen Sie darauf achten, dass der neue Krankengeldbescheid noch an dem Freitag für den Samstag ausgeschrieben wird. Passiert das nicht, haben Sie eine Lücke. Das heißt, die Krankenkasse bezahlt Ihnen nicht das Krankengeld weiter, sondern Sie müssen einen ganz neuen Antrag stellen. Das ist eine ganz böse Falle. Es gibt zwar Gerichtsurteile, die das wieder aufweichen, aber ich lasse Ihnen eins, lassen Sie sich darauf nicht ein. Gehen Sie auf Nummer sicher und sehen Sie zu, dass Sie lückenlose Krankenbescheinigung haben, wo Krankengeld beziehen können, denn die Krankenkassen, die sind da sehr schnell. Dann sind Sie der Leiter. So, das ist eben der typische Fall, dass Sie eigentlich schon Krankengeld beziehen wollen und warum Sie die Arbeit nicht wieder aufnehmen. Muss ich darauf reagieren? Ich sage eindeutig, ja. Warum? Sie sagen dem Anrufer, er möchte Sie bitte von weiteren Anrufen verschonen und die Anfrage schriftlich zustellen. Weisen Sie den Anrufer darauf hin, dass Sie bei einem wiederholten Anruf Beschwerde einlegen werden und rechtliche Schritte gegen die Krankenkasse einleiten. Ergebnis, man wird Sie wahrscheinlich in Ruhe lassen. Das ist nämlich ein ganz übler Trick. Die Leute fragen auf einmal, die kommen aus der Therapie auf allen vier und richten zu Hause noch auf die Couch und dann geht das Telefon, wo ist die Krankenkasse dran. Das ist so ein ganz übler Trick. Also ich wehre mich immer dagegen und habe bei der Krankenkasse, wo ich da im Vorstand bin, darauf hingewiesen, dass noch einmal passiert hier, dann fangen Köpfe an. Wir lassen uns das nicht verbieten. Rechtslage. Hat die Krankenkasse Zweifel an ihrer Arbeitsunfähigkeit, so kann diese den MDK, medizinischer Dienst, anrufen und eine Überprüfung des Krankenstandes veranlassen. Der Mitarbeiter der Krankenkasse ist jedoch nicht berechtigt, die zu ihrer Krankheit zu befragen. Merken Sie sich das. Wenn der Sie anruft, dann sagen Sie, ich gebe Ihnen keine Auskunft über meine Krankheit. Das geht Ihnen nämlich gar nichts an. Das ist nun eine medizinische Sache, der jeder Sachbearbeiter. Bei der Krankenkasse kommt an diese Information überhaupt nicht ran. Und wenn er rankommt, darf er sie nicht verwerten. Das ist also ein geschriebenes Ereignis. Hier halte ich mich bei einem Bescheid über die Ablehnung des weiteren Krankengeldbezugs. Gegen diesen Bescheid können Sie binnen einer Frist von 4 Wochen Widerspruch einlegen. Dies würde ich Ihnen nachdrücklich auch empfehlen. Dann haben wir ein heikles Thema, Fahrkosten. Das trifft viele von uns, ich bin also auch Betroffener und weiß, wie das läuft. Die Kostenübernahme ist in der Richtlinie über Krankentransport geregelt und vom GBA, Gemeinsamer Bundesausschuss, festgelegt. In der Anlage 2 dieser Verordnung ist festgelegt, dass die Fahrten zur Chemo- und Strahlentherapie von den Krankenkassen übernommen werden müssen. Dies gilt natürlich auch für die Rückfahrt, auch da haben wir schon Probleme. Der Arzt muss Ihnen diesen Krankentransportschein ausstellen. Mit diesem gehen Sie zu Ihrer Krankenkasse und holen sich die Genehmigung der Kostenübernahme ein. Das ist jetzt ein pauschaler Satz. Viele Ärzte haben in den Krankenkassen, hauptsächlich diese Onkologen, schon vorweg eine Vereinbarung, die besagt, bei einem solchen Therapieansatz, wenn die nur eine Meldung durch die blinden Faxen, dann ist der Käse gegessen. Aber verlassen Sie sich bitte nicht darauf, fragen Sie lieber der Krankenkasse nach, ob die genehmigt ist. Erst dann ist die Kostenübernahme gesichert. Reichen Sie den Schein erst später ein, kann die Kasse die Kostenübernahme verweigern. Es gibt also viele Leute, die sind so blauäugig, holen den Schein, stecken ihn in die Tasche, rufen ein Taxi und fahren dann damit. Und dann nach 4 Wochen oder 5 Wochen wollen sie abrechnen und dann sagt der Taxifahrer, tut mir leid, das bezahlt nicht. Dann sind Sie nämlich reif, Sie haben ein Waffendelikt. Wenn das nicht unterschrieben ist und genehmigt ist, sind Sie da dumm. So, dann haben wir noch einen Bereich, das ist die Rentenversicherung. Die Rentenversicherung ist für Krebskranke im wesentlichen Punkt zuständig. Für die Gewährung einer Erwerbsminderungsrente oder Erwerbslosenrente und für die Gewährung von Reha-Maßnahmen nach Krebstherapie. Die Rentenversicherungsträger sind grundsätzlich für Krebskranke, ihr ganzes Leben lang, wenn es im Bereich der Krebsgeschichte geht, die Reha-Maßnahmen für sie abzuwenden. Das macht in erster Linie nicht die Krankenkasse. Aber man kann auch den Versuch starten und gibt den Antrag bei der Krankenkasse ab. Und wenn sie nicht zuständig sind, müssen die den weiterhalten. Aber im Grunde genommen ist der Rentenversicherungsträger immer der Kostenträger. Dies gilt auch für Angehörige, die selber keinen Rentenversicherungsbeitrag bezahlen haben. Kuriosum, das ist so. Die Reha-Maßnahme wird von dem behandelnden Arzt durch das Ausfüllen der vorgeschriebenen Vorschriften beantragt. Bitte sprechen Sie mit dem Arzt und achten Sie darauf, dass das Reha-Ziel klar definiert ist.
Denn oft haben wir Probleme, auch in den Krankenkassen, wenn diese Dinge zurückkommen und nicht genehmigt sind, liegt das daran, weil der Arzt kein Reha-Ziel definiert hat. Es muss also klar drinstehen, beispielsweise Ziel ist Wiederherstellung des Gesundheitszustandes, dass er wieder am sozialen Leben teilnehmen kann und, um einer entsprechenden Behinderung entgegenzuwirken. All diese Standardsätze gibt es ja. Wenn das nicht da drin steht, lehnen die ab. Wir sprechen mit dem Arzt auch den Ort der Durchführung der Reha-Maßnahmen. Das ist immer so ein heikles Thema. Ich finde das immer wieder, das sagen die Reha-Schwerber gerne dahin. Dann kommt der Kostenträger und sagt, nee, wir nehmen ihn nur da. Dann ist man zunächst enttäuscht und denkt, ach, hier kommt das ja immer wieder raus. Ne? Man kann so ein bisschen Bauernsteuer an den Tag legen, indem man also dann sagt, man geht nochmal zurück zu seinem Arzt und sagt, der Doktor, die lehnen dann also ab. Können Sie mir nicht nochmal dazu schreiben, warum dieser Ort speziell für mich wichtig ist? Und wenn der Arzt dann rausfindet, und Sie sind ja heute alle clever genug, die meisten haben im Internet, so sagen die Kinder das, dann guckt man mal rein, diese Klinik, für was ist die eigentlich zuständig? Wird die Onkologie überhaupt in dem Sinne rehabilitiert oder ist das nur jetzt, damit die ihre Zimmer vollkriegen? Denn man muss ja wissen, diese Kostenträger haben ja eigene Häuser. Und die machen sich zuerst nicht eigene Häuser voll, weil da verdient sie ja mehr Geld mit. Und meistens ist es so, es gibt ja auch Kliniken, die gemischt sind, das heißt, wo man sich auch so vorwürdig sagt, nenn jetzt mal Beispiele, die wollen wir gerne an die See. Da gibt es ja auch onkologische Kliniken, wie auf Höhe, wunderbar, Frau Dr. Kaufmann. Nur das Problem ist, da werden die Ihnen sagen, die wollen wohl einen Seeurlaub machen. Ne? Also man muss dann schon sagen, dass der Patient hat vielleicht neben seiner Therapie Atemluftprobleme und was oder Hautprobleme sind entstanden. Also man ist da schon sehr kreativ unterwegs und kann da schon was dran tun. Nur Sie müssen das in die Hand nehmen. Von nichts, das ist nichts. Also grundsätzlich, das habe ich schon erwähnt, auch wenn Sie in Rente sind, eingeschlossene Regeln sind auch Familienangehörige und nicht rentenversichert sind. Also das ist immer so eine Frage. Wieso kam der dann jetzt dahin? Das ist also eine gesetzliche Regelung. Der Gesetzgeber hat gesagt, die Rentenversicherungsträger sind grundsätzlich für Reha-Maßnahmen onkologisch zuständig. Wie oft habe ich Anspruch? Das ist auch so eine Gretchenfrage. Grundsätzlich, also der Gesetzgeber schreibt das vor, der erste Anspruch besteht im Jahr danach, nachdem die Chemo- und Schadentherapie abgeschlossen wurde. Das heißt, die Reha muss nach Abschluss der Therapie beantragt werden. Ein weiterer Anspruch besteht im Folgejahr, wenn eine Reha noch erforderlich ist. Nein, wie steht das? Medizinische Befundungsvorliegen. Also viele Leute erzählen, ja, ich kann doch im nächsten Jahr auch wieder gehen. Ja, ja, können Sie, aber da muss die Voraussetzung erfüllt sein. Wenn die nicht erfüllt ist, können Sie ablehnen. So einfach ist es. Also man muss schon aufpassen, wie man da unterwegs ist. Was kann man selbst tun, um eine weitere Reha zu bekommen? Greife ich tief in die Trickkiste. Spreche Sie bei der ersten Reha mit dem Sozialdienst und frage ihn an, ob man im Abschlussbericht nicht den Hinweis anbringen kann, eine weitere Reha innerhalb der gesetzlichen Wartepflicht ist aufgrund des noch bestehenden Krankheitsbildes dringend notwendig, um eine Verschlimmerung vorzubeugen. Das ist ein hervorragender Satz. Wenn das in dem Abschlussbericht drin steht, dann können Sie im nächsten Jahr wieder eine Reha beantragen. Und dann möchte ich den Reha-Träger sehen, der ihn das dann ablehnt. Weil da steht ja drin, dass noch Reha-Potenzial da ist und es sich weiterentwickeln muss. Wenn die natürlich einen Standardabschlussbericht reinschreiben, der Patient wird von mir aus arbeitsfähig oder arbeitsunfähig entlassen, heißt das nichts. Das heißt, die Kostenträger nicht, der hat jetzt nochmal Anspruch. Dann haben wir uns in 4 Jahre Wartezeit, das kann dann werden. Also, wir haben das also schon erlebt, in Kliniken, wo ich war, da haben die Millionen, warum kann man die Leute nicht auf der Bestandliste schauen, die das einfach rein. Sie müssen das nicht vor euch kundtun, wenn Sie sind der Facharzt. Wenn die da reinschreiben, ist der Kostenträger daran gebunden. Wenn man raus schauen. Bitte? Aber ich will nicht ausdrücken. Hast du was rausgemacht? Ja, die reiche Kasse vielleicht genug. Ja, tu mich auch. So, kann ich meinen Reha auch ausdrücken, aber eben schon mal kurz darüber gesprochen. Das Wahlrecht steht im Gesetz drin. Nur sind wir mal ehrlich. Die
sie auch gelingt, dann eben dahin zu kommen, wo sie hinwollen. Höchstens zu 40-50%. Der Rest ist nach denen, die im Hut dünken, wenn die sagen, da haben wir jetzt Plätze frei, dann müssen sie alle dahin. Der Kostenträger wird aber in aller Regel eben dem Ort vorschreiben unter dem Hinweis der Verfügbarkeit. Nämlich er will ja, kann ja damit argumentieren, die Maßnahme ist notwendig, deswegen machen wir das jetzt zügig, damit sie wegkommen. Und dann kommt er ja aus der Sonne, ne? Hat eben ja was Gutes getan. Ne? In Wirklichkeit wollten sie ja was ganz anderes. Was ist zu tun? Bevor Sie sich mit dem Kostenträger streiten, ist es äußerst sinnvoll, im Internet über den vorgeschlagenen Ort zu prüfen, ob Ihr Krankheitsbild hier abgebildet ist. Das ist also schon mal eine ganz einfache Sache, die kann man also schon mal tun. Wenn nicht, wenden Sie sich an die Kostenträger und machen auf diesen Umstand aufmerksam und kündigen Sie an, dass Sie beim Sozialgericht einstweiligen Rechtsschutz beantragen werden. Jetzt sind wir schon richtig tief drin. Welche Chancen haben Sie denn eigentlich dagegen? Sie können das nur erreichen über das Sozialgericht. Weil die werden das nicht machen. Ich sage Ihnen eins, nehmen Sie das auch in Anspruch, denn im Moment, sagen wir, was in dieser Schwende wird, sind die Kosten am Sozialgericht frei. Sie können ohne Kosten laden. Und der einstweiligen Rechtsschutz besagt, dass das Sozialgericht eine Eilentscheidung trifft und festlegt, ob Ihren Wünschen entsprochen werden kann. Machen Sie das nicht, haben Sie wiederum den anderen den Ball vor. Also da müssen Sie schon selber aktiv werden. Sollten, was bleibt die Pflegeversicherung? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das wird unterschätzt. Ich kenne viele Patienten, die durch die Therapie in einem sehr, sehr schlechten gesundheitlichen Zustand sind, und vielleicht auch die Angehörige das zu Hause nicht mehr schaffen, die vernünftige Pflege hinzukriegen. Sie haben als Patient, egal ob Sie in Therapie sind oder was auch immer, Anspruch auf entsprechende Pflegeleistung. Und wir haben es exerziert, bei verschiedenen Krankenkassen wird es auch mittlerweile schon als Standard angesehen. Sie müssen einen Antrag stellen auf Einreihung, Eingliederung, einen Pflegegrad, früher nannte man das Pflegestufen, jetzt haben wir Pflegegrad. Dieser Antrag muss aber mindestens ein halbes Jahr gestellt werden. Alles, was drunter ist, genehmigen wir nicht. Ich sage immer, nehmen Sie ein Beispiel an der Schwangerschaft, machen Sie 3 Monate, das hört sich immer gut an, und dann sind Sie raus. Und die Genehmigung, kann ich Ihnen sagen, wird eigentlich von den Krankenkassen, Pflegekassen sehr großzügig gemacht. Wenn der Arzt mit einem entsprechenden Attest Ihnen auffällt, geht das fix. Und schaue sich nicht davor zurück, sondern das ist eine Belastung. Ich würde sagen, das geht auch an Substanz. Da steht, zuständig für die Pflege, an der Krankenkasse, die Pflegekassen beantragen den MDK mit der Begutachtung. In aller Regel passiert das nicht. Da steht sogar drin, wenn Ihr behandelnder Arzt dem einschreibt, der Patientin ist in einem sehr schlechten Allgemeinzustand, der braucht also dringend intensive Pflege, dann wird der medizinische Dienst erst gar nicht dahin kommen, sondern der wird noch Aktenlage entscheiden. Und in diesem Fall bis zu 6 Monaten, 9 Monaten wird das ohne großes Kadaver durchgehen. Sie haben ein Bescheid über die Begutachtung, wenn der dann eben kommt. Und innerhalb von 4 Wochen kann Widerspruch eingelegt werden. Das ist immer so eine schöne Sache, Widerspruch hört sich immer gut an, aber wenn Sie es nicht machen, schneiden Sie schon eine Fleisch. Fristen der Anträge gegenüber den Krankenkassen. Wenn Sie bei der Krankenkasse eine Maßnahme beantragen, tun Sie das grundsätzlich schriftlich. Wie eben schon mal gesagt, telefonisch bringt das alles ja nichts. Lassen Sie sich den Eingang bestätigen oder verschicken Sie den Antrag per Einschreiben mit Rückschreiben. Die Krankenkasse hat 3 Wochen Zeit für die Bearbeitung. Ganz wichtiger Punkt ist, dass man das weiß. Wenn jeder von 3 Wochen keine Entscheidung Ihnen mitteilt, haben Sie schon die Bombe, dann ist das Ding erledigt. Dann müssen Sie bezahlen. Schauen Sie den MDK ein und haben Sie 5 Wochen Zeit. Hier steht es nochmal. Teil der Krankenkasse, die mit das MDK zu stellen, noch eingeschaltet wurde, so bringen die Frist für 5 Wochen. Ich muss hinzufügen, im Moment ist es bei Feststellung von Pflegegraden, ist das in diesem Jahr ausgesetzt worden, diese Frist, weil noch kein Mensch richtig da den Durchblick hat, wie das funktioniert. Der MDK wird im Moment erst ausgebildet. Fachleute sind so, die Richter wissen noch gar nicht so genau, wie das geht. Deswegen haben wir gesagt, in 2017 setzen wir diese Frist aus. Aber sonst gilt in der Welt diese 5-Wochen-Frist. Was ist
zu tun, wenn die 78 Wochen Krankengeldbezug dem Ende zugehen. Sofern Sie die Krankenkasse nicht schon aufgefordert hat, einen Rentenantrag zu stellen, nehmen Sie die Sache selbst in die Hand. Wenden Sie sich an einen Rentenberater oder die gesetzliche Rentenversicherung, die auch die Bezeichnung Versicherungsälteste führen. Die Städte- und Gemeindeverwaltung können die Adressen an Sie weitergeben. Warum schicke ich die an solche Leute? Weil das denen täglich Brot. Die verdienen noch nicht ihr Geld darüber leben, also nicht davon, das sind also Ehrenamtler. Und die haben den Zugriff zu allen Daten der Renten. Das sind ganz, und die können zu denen nach Hause gehen, müssen also nicht in der Behörde aufzunehmen oder vorzugehen. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich an die Verbraucherzentralen der Bundesländer, die verfügen über gut geschultes Personal. Des Weiteren können die Sozialverbände, VDK, Hortenwerke und Gewerkschaften Ihnen weiterhelfen. Zum guten Schluss stand ich für geschätzte Aufmerksamkeit, verkämpft und verlieren, wenn nicht, dann hat schon verloren.